Aerodynamik und Steifigkeit waren bei der Entwicklung des Fuji Transonic wichtige Aspekte. Dabei sind die Wünsche der Fahrer des damaligen Profiteams NetApp Endura eingeflossen, das noch im letzten Jahr auf Fuji Bikes unterwegs war. Dem Rad sieht man seine Aerodynamik auf den ersten Blick an. Das betrifft die Rohrformen, die windschlüpfrigen Direct-Mount-Bremsen, die innen verlegten Züge und weitere Details wie etwa die Klemmung der Sattelstütze. Das Sitzrohr schmiegt sich um das Hinterrad, die hintere Bremse duckt sich in den Windschatten des Monostay. Der Rahmen ist aus High Modulus Carbon, er ist in 7 Größen erhältlich. Fuji bietet ein Rahmenset und 7 Ausstattungsvarianten des Rades an. Unser Testrad, das Transonic 2.5, ist die zweitgünstigste Version, 1.999 Euro kostet es. Ausgestattet ist es mit Shimano Ultegra Schaltung, 105er Bremsen sowie vielen Parts von Oval, Sattel, Vorbau, Lenker, Kurbel und Laufräder. Die 23 mm breiten Reifen kommen von Vittoria. Schönes Detail an der Transonic Aero Carbon Stütze ist die aufgeraute Vorderseite, die das Rutschen der Stütze im Rahmen wirkungsvoll verhindert. Sieht in der Summe gefällig aus, ist technisch gut abgestimmt und funktioniert tadellos. Gewogen haben wir das Testrad inklusive Pedalen mit knapp über 8 Kilo. Die Sitzposition ist sportlich. Das voluminöse Tretlagergehäuse und die hohen Kettenstreben garantieren Stabilität und direkte Umsetzung der geleisteten Tretarbeit in Vortrieb. Auch das Steuerrohr fällt sehr stabil aus, so glänzt das Transonic mit klasse Lenkpräzision. Zudem rollt es souverän und ist auch bei hohem Tempo nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Das Fuji besticht mit souveränen, ausgewogenen Fahreigenschaften und einem aerodynamischen Design, mit dem es nicht nur schnell aussieht, sondern auch schnell ist. Das Testrad bietet einen klasse Rahmen und einen gut gewählten Ausstattungsmix zum attraktiven Preis. Wer mehr ausgeben will, findet entsprechende Modelle im Angebot.